Herzlich willkommen zu Digital ist aus Friesland, dem Fachpodcast für angewandte Digitalisierung mit André Schneider und André Prigoda. In dieser Folge sprechen wir mit Landrat Matthias Grote über den Stellenwert der Digitalisierung im Landkreis Leer und wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge. Ja, herzlich willkommen, Herr Matthias Grote. Schön, dass Sie bei uns sind. Heute geht es ja auch wieder um das Thema Digitalisierung. Und Sie haben mit dem Landkreis Leer als einer der ersten ja das Amt für Digitalisierung eingeführt. Wie kam es zu dieser Idee und welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht? Erzählen Sie doch mal. Ja, wie kam es zu der Idee? Wir haben einmal geschaut, was wird eigentlich in der Zukunft hier im Landkreis Leer bei den Unternehmen, Betrieben investiert in Sachen Digitalisierung und haben wir festgestellt, dass wir da ein bisschen hinten dran sind. Dass in anderen Regionen mehr Unternehmen Bereitschaft zeigen, um in Digitalisierung zu investieren. Und wir sind ja gerade in der Lage, dass wir eine Hochkonjunkturphase haben und dass viele Unternehmen die Auftragsbücher pickepacke voll haben und somit wirklich Probleme haben, diese Sachen abzuarbeiten. Und da ist unsere große Angst, dass vielleicht der eine oder andere dann, dass der Digitalisierungszug ohne ihn abfährt. Und das wollten wir nicht so ungeschehen dann passieren lassen und haben gesagt, wie können wir das mit einfachen, bescheidenen Mitteln auffangen. Wir haben dahingehend das Amt für Digitalisierung und Wirtschaft dann ins Leben gerufen, wo wir dann ja, mit verschiedensten Aktionen, Projekten wirklich Unternehmen sensibilisieren, doch mal den Fokus auf verschiedenste Digitalisierungsprojekte zu legen. Was gibt es denn da für konkrete Fördermaßnahmen zum Beispiel? Was können hier Unternehmer in der Region in Anspruch nehmen? Gibt es da bestimmte Sachen, mit denen Sie unterstützen? Ja, es gibt Bundesprogramme, wo wir dann wirklich schauen, wenn jemand zur Beratung kommt, jemand sagt, ja, ich möchte gerne dort Hilfe haben, dann kann man dort vermitteln, helfen, dass man dort zusammenkommt. Es gibt dann hier in Zukunft Berater vor Ort, dass man nicht irgendwo weit wegfahren muss, sondern hier vor Ort direkt dann Hilfe hat. Das machen nicht wir, können wir auch gar nicht leisten, sondern wir vermitteln dort an der Stelle. Okay, spannend. Thema E-Akte, ist das bei Ihnen auch aktuell? Ich meine, wenn man schon ein Amt für Digitalisierung einführt, dann denke ich mal, gehört das irgendwie dazu? Ja, natürlich. Wir haben bis zum Ende des Jahres haben uns vorgenommen, dass wir das Dokumentmanagement abgeschlossen haben, dass es nur noch elektronisch erfolgt, dass wirklich die traditionelle Akte, vielleicht nicht in allen Bereichen sofort, aber die traditionelle Akte dann auch verschwindet und dass wir wirklich dann über unser D3-System dann überall auch vom mobilen Arbeiten dann sämtliche Vorgänge dann auf dem iPad oder auch am stationären Rechner parat haben. Darüber hinaus beschäftigen wir uns auch mit dem Thema E-Government. Das heißt, wie können eigentlich Bürger dann in Zukunft auch Dienstleistungen in Anspruch nehmen, Bauanträge elektronisch abgeben, aber auch, dass eine Rückverfolgbarkeit da ist. Wenn ich ein Bauvorhaben habe, wo steht das eigentlich im Genehmigungsverfahren? Fehlt noch was an Antragsunterlagen? Es sind ja zig Ämter beteiligt. Wenn es jetzt ein Gewerbebauantrag ist, dann muss die Gewerbeaufsicht mit dazu, Ordnungsamt, was das Thema Geräuschpegel angeht. Und dann kann man sich anschauen, online mit einem Zugangscode, nicht, dass es auf dem offenen Markt ist. Datensicherheit muss natürlich gewährleistet sein. Wo steht mein Bauantrag? Fehlt noch was? Wann kann ich damit rechnen, dass ich dann wirklich loslegen kann? Vereinfacht uns die Sache und natürlich auch für Bauherren macht es so ein Projekt dann einfacher. Sie sprachen gerade von D3-Systemen. Ist das so eine Standardlösung aus Ihrem Bereich? Oder? Ist so eine Standardlösung, die wir jetzt gewählt haben. Schon vor meinem Amtsantritt ist die Entscheidung dahingehend gefallen. Und das ist natürlich, dass man die Arbeitsabläufe auch dann zum Teil auch anpassen muss. Mhm. Und dass man die Mitarbeiter mitnimmt. Bei mir in meinem Vorzimmer arbeitet Frau Wessels, die ist seit mehreren Jahren beim Landkreis, hat bis 91 zum Beispiel im Schreibbüro gearbeitet. Da gab es ein Schreibbüro, wo dann wirklich die klassische Schreibmaschine war und Arbeitsaufträge abgearbeitet worden sind. Und wenn ich dann heute mich mit den Mitarbeitern unterhalte oder mit ihr, dann sagen sie,
haben sie es in die Cloud gepackt. Ja, schon lange in der Cloud, seit gestern. Und man benutzt dort wirklich ein Vokabular, was es 10, 15 Jahre vorher nicht gegeben hat. Und das ist auch ein riesen Paradigmenwechsel für die Mitarbeiter. Und das ist uns ganz wichtig, dass wir die Mitarbeiter dort mitnehmen auf diesem Weg. Und dass man auch erklärt, warum und wieso machen wir das. Nicht der Digitalisierung wegen, sondern dass Prozesse schneller werden, dass wir diese optimieren und dass wir dort auch effizienter werden. Genau, denn es heißt ja häufig, wenn man digitalisiert, dann entfallen eventuell Arbeitsplätze oder so. Aber wir haben es auch schon in anderen Folgen gehört, das ist eben nicht so. Und die meisten Mitarbeiter haben erstmal Angst davor, aber so wie Sie es gerade beschreiben, hört sich es eher danach an, als wären die sehr offen dafür oder stellen jetzt fest, das ist gar nicht so schlimm, wie alle immer sagen. Natürlich, wenn Veränderungen anstehen, haben Mitarbeiter Angst. Wenn man sich vielleicht mit dem Thema nicht so beschäftigt hat, was passiert mit meinem Arbeitsplatz, gibt es hier Veränderungen und so weiter und so fort. Aber wir sind gesetzlich dazu auch verpflichtet, muss man sagen. Alle Kommunen in Deutschland mit dem Online-Zugangsgesetz müssen wir ab 01.01.2022 alle Prozesse, und wir haben so um die 700 Standardprozesse in der Kreisverwaltung, die müssen digital dann auch zur Verfügung stehen. Das heißt, das, was heute Bürgerinnen und Bürger dann an Anträgen einreichen oder sonstige Korrespondenz, das muss alles elektronisch dann möglich sein. Und da sind wir jetzt schon gestartet mit einer Arbeitsgruppe zum Thema E-Government, dass wir nicht kurz vor Toreschluss erst starten und abwarten und die Hände in den Schoß legen, sondern jetzt geht's eigentlich schon los. Gibt es da schon erste Erkenntnisse? Weil ich meine, der Zeitraum klingt jetzt nicht besonders lang für so ein komplexes Vorhaben. Wie sind Sie da denn zurzeit intern aufgestellt? Also bei diesen ganzen Prozessen, das betrifft ja nicht nur uns, sondern alle anderen Landkreise, auch in Deutschland, alle anderen Kommunen. Und ich bin dort erst, ich bin Ingenieur von Haus aus, bin dort erst eher technisch rangegangen. Und gesagt, muss gemacht werden, klar, müssen dann die einzelnen Projekte nach vorne geschoben werden und irgendwie kriegen wir das dann schon hin. Es hat aber auch was im Laufe des Prozesses, natürlich, wenn sich das ändert, wie ist es mit einer digitalen Identität einer Gebietskörperschaft? Habe ich mich nie vorher mit beschäftigt. Im Zuge dessen haben wir es wirklich mal andiskutiert, auch beim Niedersächsischen Landkreistag, das ist unser Spitzenverband für Niedersachsen, wo alle Landkreise dann miteinander Zukunftsfragen diskutieren und erörtern. Aber auch auf Bundesebene ist es diskutiert worden. Werden wir dann in irgendeinem europäischen Portal, Bundesportal oder Landesportal verschwinden, dass die Leute vor Ort gar nicht mehr mitbekommen, Mensch, das läuft ja in Leer, ja. Zum Beispiel der Bauantrag. Weil meines Erachtens ist es wichtig, wenn ich einen Bauantrag stelle, der aus Friese als solches baut eigentlich einmal im Leben sein Haus. Und wenn er jetzt feststellt, gut, ich mache alles jetzt mal händisch, den Bauantrag reiche ich ein. Ich habe jetzt aber im Online-Bereich, komme ich nicht weiter, weil ich vielleicht Fragen habe. Dann kann man das per Videochat beantworten oder auch per Textnachrichten, die man sich hin und her schickt. Aber online, Textnachricht, Videochat, ersetzt niemals das persönliche Gespräch, ich will nicht niemals sagen, aber nicht in naher Zukunft. Und darum muss es auch möglich sein, wenn man mit der einen Methode angefangen ist, dass man dann auch die Methode wechseln kann. Dass sie sagen kann, bis hierhin mache ich das online, jetzt möchte ich aber doch nochmal im Bauamt nachfragen, mit den Sachen diskutieren, weil der B-Plan eigentlich nur das und das hergibt. Die Rahmenbedingungen jetzt. Ich möchte aber doch an meinem Bau was anderes machen, was Außergewöhnliches. Ist das möglich oder ist es nicht möglich? Ja. Und darum muss es auch möglich sein, dass wir wirklich von virtuell auf analog Realität umswitchen und dann auch wieder meines Erachtens in den Online-Bereich wieder switchen, um zu sehen, wie ich gerade schon gesagt habe, wo ist mein Antrag eigentlich gerade? Wie lange dauert es noch? Das klang also gerade eben eher so, als wenn Sie da auf eine größere Lösung zurückgreifen werden, die überregional angeboten wird und das wird dann in das bestehende System zurzeit vom Landkreis integriert. Jeder Landkreis ist natürlich anders aufgestellt. Klar gibt es die Standardsprozesse. Wir sind die Ersten, die so ein Amt für Digitalisierung haben. Das ist kein Standardprozess. Da muss man aber auch Lösungen für anbieten. Insofern werden wir alle Prozesse uns anschauen müssen, gegebenenfalls anpassen müssen, um diese dann auch wirklich
dann anbieten zu können, auch online anbieten zu können. Aber es ist halt auch eher eine Ergänzung als ein Ersatz für die ganzen Prozesse. So. Ja, und wir werden auch sicherlich das, was wir am Serviceschalter jetzt beim Abfallwirtschaftsbetrieb anbieten, die Dienstleistung für Bürgerinnen und Bürger. Ich bin davon überzeugt, dass wir dort vielleicht auch mal nach Dienstschluss einen Online-Chat anbieten, wenn Fragen zum Thema Abfall da sind, eine Online-Bürgersprechstunde. Wir werden sicherlich auch irgendwann mal per WhatsApp erreichbar sein, Textnachrichten. Natürlich muss das alles rechtssicher sein und Datenschutz muss irgendwo dann auch gewährleistet sein und sich dort widerspiegeln. Man widerspricht sich ja manchmal als Gesetzgeber, muss man auch sagen. Auf der einen Seite haben wir das Online-Zugangsgesetz und auf der anderen Seite wird uns dann die Datenschutzgrundverordnung um den Hals gebunden. Und das ist manchmal ein Spagat, den man dann dahin legen muss. Und für mich ganz wichtig, wenn wir solche Sachen anbieten, muss ich auch einen Response haben. Muss ich als Kunde auch wirklich eine Nachricht haben, auf Dinge zugreifen können, wo bin ich eigentlich? Ist das in Bearbeitung meiner Anfrage oder mein Anliegen, was ich habe? Das kann nicht nur in eine Richtung sein und dann gibt es einen Brief vom Amt und damit war es das, sondern dass man auch wirklich interagieren kann. Da kann man aber schon von so einer Art Revolution sprechen, oder wenn man sich als Kunde ins örtliche Rathaus begibt oder auf die Behörde, da ist man weit davon entfernt, digitale Prozesse zu erleben. Wie wollen Sie das denn auch mit Ihren Mitarbeitern in der Kürze der Zeit implementieren? Ich muss sagen, dass wir in vielen Bereichen schon sehr weit sind. Zum Beispiel das Straßenverkehrsamt, die Zulassungsstelle beim Landkreis Leer ist deutschlandweit führend, was Online-Zugänge angeht. Was zum Beispiel Wartezeiten angeht, die ich mir online abrufen kann oder auch Termine kann man, glaube ich, mittlerweile auch machen. Ja. Termine online machen kann, das ist ähnlich wie im Apple-Shop, kriege ich ein Zeitfenster zugewiesen. Das werden wir wahrscheinlich ausweiten auf andere Bereiche, dass man Wartezeiten reduziert und dass es wirklich bürgerfreundlich ist, dass man sich nicht einen Tag Urlaub nehmen muss, wenn man ins Amt geht. Und da sind die Mitarbeiter schon richtig klasse, muss ich sagen. Da habe ich wirklich eine ganz motivierte Mannschaft beim Landkreis Leer vorgefunden, als ich mein Amt angetreten habe. Und da kann man wirklich drauf aufbauen. Ich habe tatsächlich auch mal einen Termin online abgemacht. Das war aber, glaube ich, in der ersten oder zweiten Woche, wo ich mitbekommen habe, dass das System existiert. Das hat erstmal nicht funktioniert, aber das ist ja auch häufig so mit neuen Projekten. Ich denke mal, das ist jetzt wahrscheinlich auch schon alles läuft wie geschmiert, hoffentlich zumindest. Was würden Sie denn sagen, wie lange hat dieser Prozess gedauert vom ersten Produkt, was man überhaupt benutzen kann, was häufig fehlerbehaftet ist, bis zu einem ausgereiften Produkt? Ich kann es Ihnen jetzt gar nicht speziell in dem Bereich sagen, weil das war vor meiner Zeit. Insofern kann ich da keine genauen Zeiteingaben machen, aber das ist ja immer so. Ob es jetzt ein Neubau ist, den ich dann in Betrieb nehme oder ob es eine Softwareplattform ist, das dauert immer seine Zeit. Ja. Es gibt kein System, was so auf Schnipp 110% fehlerfrei läuft, sondern spielt sich ein. Manche Dinge kann man auch nicht im Vorfeld simulieren. Die hat man überhaupt nicht auf dem Schirm. Insofern ist es manchmal dann Learning by Doing und manchmal auch Try and Error, was man dort anwenden muss. Genau, aber nur so kriegt man ja halt auch eine gute Software hin. Sehr schön. Und wir haben da in Deutschland, muss man sagen, andere sind uns dort voraus. Wenn man sich die baltischen Staaten anschaut, gut, die sind auch kleiner. Das sind keine 81 Millionen, das sind ein paar Millionen. Sagen wir mal, ein oder zwei Landkreise, hätte ich fast gesagt, größere Landkreise sind es dann. Da kann man solche Sachen natürlich schneller umsetzen. Aber in Deutschland sind wir, glaube ich, gut beraten, da eine Schippe draufzulegen. Auch wirklich beim Thema E-Government. Ja, definitiv. Sind diese Themen denn dann auch alle bei Ihnen direkt verortet? Also inwieweit sind Sie dann selber konkret in diese Umsetzung von Digitalisierungsfragen eingebunden? Also ich mache eigentlich immer mit. Ich bin Testperson bei solchen Dingen mit, natürlich andere in der Verwaltung, andere Mitarbeiter. Manchmal läuft es auch nicht rund. Try and Error ist das. Und dann darf man auch nicht irgendwie sofort die Flinte ins Korn werfen, sondern man muss da weitermachen und sich, wie gesagt, die einzelnen Prozesse, dass wirklich der Workflow dann auch letztendlich stimmt und stimmig ist, dass man sich da auch mit wohlfühlt und dass es nicht nur um der Digitalisierung wegen gemacht wird, sondern um wirklich die Arbeit zu erleichtern.
Wie viele Personen haben Sie denn zurzeit in der Behörde beschäftigt, die sozusagen für diese Themen IT und Digitalisierung zuständig sind? Also wir haben ja eine eigene EDV-Abteilung. Da sind wir fast 20 Mitarbeiter. Das kann man aber, das ist ein fließender Übergang, weil wir nämlich bei Hauptamt, das Hauptamt ist für Organisation zuständig, Personal wird dort gemanagt, rekrutiert. Da ist ein Mitarbeiter federführend zuständig und auch der Hauptamtsleiter für den Bereich Digitalisierung, für den Bereich also intern und für den Bereich E-Government. Da sind dann Zahlsysteme, wie können wir uns da breit aufstellen, dann wie kann ich mich dann auch ausweisen, später als Nutzer, muss ich das mit einem Lesegerät zu Hause machen. Ich glaube, wenn wir diesen Ansatz pflegen, dann können wir gleich die Akten zumachen, weil niemand wird sich irgendwo an sein iPad ein Lesegerät oder sowas anschließen, sondern da muss es andere Verfahren geben. Ich erinnere nur an E-Post und D-Post, was es alles gab. Ich habe auch irgendwie beide Accounts, ich habe es nicht einmal benutzt, weil es einfach zu sperrig und benutzerunfreundlich war, sondern das muss wirklich flutschen an der Stelle. Sonst sagen die Leute, lass mich damit zufrieden. Genau. Wir haben, wie gesagt, intern machen wir das Thema E-Government nicht im Amt für Digitalisierung, sondern das Amt für Digitalisierung ist nur für die Draußenwelt zuständig und die Organisation von E-Government, das findet bei uns im Hauptamt statt. Machen bedeutet auch umsetzen oder greifen Sie auch auf externe Firmen zurück aus der Region oder wie verfahren Sie da, wenn es eine neue Software implementiert werden muss? Programmieren da auch Leute aus Ihrem Hause oder? Wir haben ja, da programmieren keine Leute aus dem Haus, sondern da versuchen wir wirklich Standardlösungen zu finden. Standardlösungen, ob es Fuhrparkmanagement ist, ob es das Thema Zeiterfassung ist, das kann man nicht selbstständig machen, sondern das muss schon stimmig an der Stelle sein und dass man dann auch wirklich Updates einspielen kann. Das können wir auch gar nicht an der Stelle so leisten. Okay, spannend. Infrastruktur spielt natürlich eine Rolle beim Thema Digitalisierung, wo ich wirklich kritisieren muss, dass die großen Telekommunikationsunternehmen die Fläche im Stich lassen. Wir haben jetzt in dieser Woche den ersten Spatenstich vollzogen für 134 Ausbaugebiete. Wir werden nur mit Glasfaser ausbauen. Der Landkreis zusammen mit den kreisangehörigen Städten, aber auch mit Fördermitteln vom Bund und vom Land, zusammen mit EWE-TEL, die haben dann die Ausschreibung gewonnen, werden wir 40,5 Millionen Euro in den nächsten 2 Jahren im Landkreis verbuddeln. Und wir werden dann einen Glasfaseranteil, jetzt ist ja der Durchschnitt in Deutschland 4%, werden wir dann im Landkreis auf 18% bringen. Und im Zuge dessen ist auch einmalig, muss man sagen, im Nordwesten werden 85 Schulen im Landkreis Leer. Alle Schulen werden mit Glasfaser angeschlossen und dann wird in den Klassenräumen 50 Mbit Minimum zur Verfügung sein. Nicht in der Schule, sondern in jedem Klassenraum. Dann gehen die ja gar nicht mehr nach Hause. Ja, echt. Dann gehen die gar nicht mehr nach Hause. Ja, genau, dann sitzen ganz ja alle. Ganz Schule war anders. Ja. Wahnsinn. Ja, aber ist ja auch total spannend. Also jeder hat sowieso sein Handy dabei und man kann das ja total gut kombinieren, dass derjenige, der gerade am Handy sitzt, der kriegt dann da vielleicht eine Pop-up-Nachricht, guck mal jetzt auf die Tafel, ich mache da was vor oder so. Also ich muss sagen, in den ersten Jahren braucht es kein Mobiltelefon im Smartphone, sondern da sind ganz andere Sachen gefragt. Ab 7. Klasse geht es ja eigentlich los, da muss man gucken, ob jetzt der Ansatz angewendet wird, bring your own device, oder ob es dann wirklich Tablets gibt. Da muss man wirklich schauen, was ist da wirklich sinnstiftend und zielführend. Aber wir haben die Weichen jetzt so gestellt, dass 15 Tablets gleichzeitig wirklich arbeiten können. Wahnsinn, sehr schön. Gibt es denn auch, wo Sie Fördermittel angesprochen haben, gibt es denn auch irgendwelche Fördermittel für Unternehmer aus der Region, wenn die sagen, oh, jetzt will ich aber auch mal Digitalisierung bei mir umsetzen, aber die wissen erstmal nicht, an wen sie sich wenden sollen, wobei Sie sagten ja, es gibt Beratungsstellen. Gibt es denn da irgendwelche Finanzspritzen oder Ähnliches auch für Unternehmer? Also wir haben eine eigene gestern auf den Weg gebracht. Wir haben eine Richtlinie, einen Topf für kleine und mittelständische Unternehmen, dahingehend abgeändert, zum Beispiel wenn der Glasfaser-Hausstich gelegt werden muss. Und man ist jetzt nicht in diesem Programm mit dabei, dann kann es ja wirklich teuer werden, wenn man dann einen Hausstich anlegt. Und das kann jetzt vom Landkreis Leer
mit bis zu 2.500 Euro kann so ein Hausstich dann auch mit gefördert werden. Spannend. Bei einer Summe, wenn es jetzt 15.000 Euro sind, kann maximal 2.500 Euro können bis 2.500 Euro ist es. Da haben wir, sag mal, die Richtlinie angepasst, damit solche Dinge auch dann wirklich möglich sind. Ob es jetzt der Landmaschinenhandel ist, die brauchen alle schnelles Internet, um wirklich auf Fahrzeugdaten zuzugreifen. Das kann man nicht irgendwie runterladen. Ob es dann irgendwelche Updates sind, die dann auf Traktoren aufgespielt werden müssen. In allen Bereichen brauchen wir eine vernünftige Infrastruktur. Und darum kümmert sich das Amt für Digitalisierung und Wirtschaft auch. Und da sitzen ja auch die Ansprechpartner, ob es irgendwo Fördermöglichkeiten gibt. Die sind wirklich ganz breit aufgestellt, muss man sagen, aus Bund und Land. Und da helfen wir gerne. Prima. Mal eine ganz andere Frage. Ich sehe gerade, Sie haben keine normale Uhr, sondern auch schon so eine Smartwatch. Sind Sie denn privat auch super digital oder geht's noch? Also, mich könnte man sicherlich als Technik-Nerd beschreiben. Mich interessiert das immer, was es technisch gibt. Man muss nicht alles mitmachen, ist auch klar. Aber ich muss sagen, Smartwatches finde ich ganz gut, dass man auch das Telefon mal zu Hause lassen kann und trotzdem erreichbar ist oder auch telefonieren kann oder auch Nachrichten verschicken kann. Ich glaube, dass in vielen anderen Bereichen fahre ein Elektroauto auch privat beim Landkreis Leer, haben wir über 30 im Fuhrpark E-Fahrzeuge und ich bin eigentlich davon überzeugt, muss man sagen, dass da auch die Zukunft ist und dass die Zukunft auch darin besteht, Digitales, Mobilität, dass wir zusammenkommen. Und ich hoffe, dass dort auch deutsche Unternehmen damit dabei sind und den Anschluss nicht verlieren. Was uns zum Schluss nochmal interessieren würde, wie ist eigentlich so persönlich Ihre Vision für den Landkreis in den nächsten, ich sag mal, 5 bis 10 Jahren, was das Thema Digitalisierung angeht und wo ist eigentlich für Sie so ein bisschen das Best-Case-Szenario und wo setzen Sie persönlich da Ihre Schwerpunkte? Also erstmal das Thema Infrastruktur. Sonst brauchen wir uns über nichts anderes unterhalten, wenn die Grundvoraussetzung nicht da ist, sowohl Mobilfunk als auch im Bereich der Breitbandversorgung, dass wir möglichst hohen Glasfaseranteil haben, dass wir keine Bremsen eingebaut haben und dann natürlich, dass wir möglichst viele Unternehmen hier im Landkreis Leer haben, die den Weg der Digitalisierung mitgehen, dadurch effizienter werden, dadurch wirklich Jobs absichern und dass wir im Bereich der Bildung dafür Sorge tragen, dass wir möglichst viele junge Leute hier auch am Ort ausbilden, um dann wirklich hier den Standort abzusichern. Und das haben wir damals gesehen, an den berufsbildenden Schulen wurde der Datenverarbeitungskaufmann dann eingerichtet. Davon zehren wir heute noch, muss man sagen. Und darum muss man immer wieder sehen, in welchen Bereichen ist eigentlich Bedarf an Fachkräften. Logistik haben wir jetzt etwas an den berufsbildenden Schulen eingeführt. Es ist immer nicht nur der Hochschulbereich, sondern auch, wie ich, die duale Ausbildung ist immer noch eines der Grundfundamente der deutschen Wirtschaft und auch der ostfriesischen Wirtschaft. Wie viele Personen sind da zurzeit im IT-Sektor beschäftigt im Landkreis Leer? Also ich weiß nur vom Software-Netzwerk Leer, dass roundabout 1.100 in dem Bereich dann beschäftigt sind, ist eine immense Zahl. Ja. Das ist genauso viel wie in der Hafenwirtschaft arbeiten hier in Leer und in Leer Nord zusammen in der Produktion. Also ist wirklich eine großartige Zahl und das gilt es weiter auszubauen und da die Rahmenbedingungen und die Weichen zu stellen für die Zukunft. Apropos Zukunft, Social Media ist ja auch immer ein größeres Thema. Wäre ja vielleicht irgendwann auch interessant, so einen Ausbildungsgang im Thema Social Media zu machen, also Marketing. Ich meine, Studiengänge gibt es ja schon, aber ausbildungstechnisch wüsste ich zumindest nicht. Haben Sie da schon mal drüber nachgedacht? Wie jetzt direkt also nicht, muss man sagen, aber ob man das hier ansiedeln kann. Sicherlich wird sich die Medienlandschaft verändern und auch das Medienverhalten sehen wir jetzt ja schon, verändert sich. Wenn ich jetzt meine Tochter mir anschaue, die informiert sich über YouTube, die dann sagt, hast du gesehen, was auf Nummer 2 der YouTube-Nachrichtencharts war? Ich dachte, nee, Johann Saathoff, der hat seine Rede auf platt gehalten. Die informieren sich ganz anders. Ja. Der Vater sieht das vielleicht bei Spiegel Online oder bei der Ostfriesen-Zeitung, Rheinland-Zeitung, bei den klassischen Medien. Aber die junge Generation informiert sich ganz anders.
insofern wird sich dort auch sicherlich die Ausbildung anpassen und ändern. Super. Ja, Herr Grote, vielen lieben Dank, dass Sie heute bei uns gewesen sind. Ich glaube, das war ein super Schlusswort. Wir bedanken uns nochmal recht herzlich und hoffen, dass wir auch demnächst noch ein bisschen mehr von Ihnen hören werden. Aber ich glaube, so als Vorreiter der Digitalisierung, als einer der ersten Städte Deutschlands, ist da auch noch ordentlich was drin. Ja, ja. Danke nochmal. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Sehr schön. Das war die nächste Folge von Digitales aus Friesland mit Matthias Grote. Vielen Dank fürs Zuschauen oder aber auch Zuhören. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt und auch wissen wollt, mit wem wir dort sprechen, abonniert einfach mal unseren Newsletter auf www.digitales-ostfriesland.de. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.